In dem letzten Video haben wir mit Hilfe des Newtonschen Gravitationsgesetzes die Bewegungen von Planeten simuliert. In diesem Video wollen wir schauen, ob die Planetenbahnen aus unserer Simulation die keplerischen Gesetze erfüllen. Zur Wiederholung, es gibt drei keplerische Gesetze. Das erste Gesetz besagt, die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. In einem ihrer Brennpunkte steht die Sonne. Das zweite Gesetz: Ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl überstreift in gleichen Zeiten gleich große Flächen. Und das dritte Gesetz, die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Ellipsenbahnen. Und hier das gleiche mit Hilfe einer Formel ausgedruckt. Man kann mit dem bloßen Auge nicht entscheiden, ob eine Bahn elliptisch ist oder nicht. Und daher benötigen wir gewisse Hilfsmittel. An dieser Stelle werden wir die Software GeoGebra benutzen. Der Grund ist, dass man damit ganz gut Ellipsen zeichnen kann. Um eine Ellipse zu zeichnen, benötigen wir drei Punkte. Die ersten beiden Punkte sind die Brennpunkte einer Ellipse. Und der dritte Punkt ist irgendein Punkt, der auf dem Ellipsenrand liegt. Dann wählen wir das Werkzeug Ellipse, klicken zuerst die beiden Brennpunkte an und dann den dritten Punkt auf dem Rand. Und dann wird zu diesen drei Punkten eine Ellipse gezeichnet. Ein weiterer Vorteil von GeoGebra ist, dass das Ganze dynamisch ist. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt einen Punkt anklicke und diesen verschiebe, ändert sich auch die Ellipse. Und die passende Ellipse dazu wird gezeichnet. Das gilt natürlich für diesen Brennpunkt, aber auch für den zweiten Brennpunkt. Und auch für den Punkt hier am Rand. Um das zweite keplerische Gesetz auszuwerten, müssen wir eine Fläche, die von einem Fahrstrahl überstrichen wird, berechnen. Und das ist gar nicht so einfach. Und deshalb werden wir eine Näherung benutzen. Und zwar stellen wir uns vor, unser Planet bewegt sich zwischen diesen beiden Punkten. Und wir wollen die Fläche, die von dem Fahrstrahl gezogen wird, und die Sonne liegt in dem Brennpunkt A. Die Idee bei der Näherung ist, eine Fläche zu finden, die zwar nicht die exakte Fläche ist, aber eine Fläche, die ungefähr so groß ist, die man leicht berechnen kann. Und dazu zeichnen wir einfach ein Dreieck zwischen diesen drei Punkten A, E und D. Und das kann man mit dem Vieleck-Werkzeug machen. Wir klicken einfach die Punkte nacheinander an und dann entsteht schon ein Vieleck mit den Seiten A, D und E. Das ist gerade nicht so wichtig. Was für uns viel wichtiger ist, ist hier diese Zahl hier. Am besten kann man das zuordnen, wenn man hier auf Sortieren nach Objekttyp anklickt. Und zwar haben wir hier ein Dreieck namens D1. Und diese Zahl ist hier der Flächeninhalt von diesem Dreieck. Man sieht auch direkt, dass es nicht exakt die Fläche bei der Ellipse ist. Hier fehlt ein Stück. Und der Trick bei der Näherung ist der folgende. Wir nehmen ein paar Punkte, die noch dazwischen liegen. So, das Dreieck brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich lösche es mal. Und anstatt ein Dreieck zu zeichnen, zeichnen wir ein Vieleck zwischen diesen Punkten. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind. Auf jeden Fall einige. So, und jetzt haben wir hier ein Vieleck. Vieleck 1 und das ist hier der Flächeninhalt von diesem Vieleck. Und auch das ist jetzt nicht exakt die Fläche, die von dem Fahrstrahl gezogen wird, aber die ist schon ziemlich genau. Also wenn man jetzt hier da sehr stark reinzoomt, sieht man, irgendwann ist auch eine weiße Fläche zu sehen. Das ist natürlich das, was fehlt. Aber das Ergebnis, was wir hier bekommen, wird schon auf einige, bis auf einige Nachkommastellen genau sein.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt man unsere Daten von AlgoDo nach GeoGebra übertragen? Und das zum Glück ist die Antwort, es ist gar nicht so kompliziert. Also nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben hier unsere Sonne mit der Masse von 8 Kilogramm und unsere Erde mit der Masse von 1 Gramm, glaube ich. Und wir starten die Simulation mit einer Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde in Y-Richtung. Wir können einmal auch die Geschwindigkeit hier anzeigen. Mit dieser Geschwindigkeit geht es los und die Geschwindigkeit wird natürlich durch die Einwirkung der Gravitationskraft verändert. Nun starten wir die Simulation und bekommen eine Flugbahn und jetzt müssen wir natürlich entscheiden, ist das jetzt eine Ellipse, ja oder nein. Die erste Idee wäre vielleicht ein Screenshot davon zu machen und das irgendwie nach GeoGebra reinzufummeln. Im Prinzip geht das, es gibt aber einen besseren Weg. Ich mache mal den Schritt rückgängig. Wir klicken jetzt auf unsere Erde und dort gibt es ein Register oder einen Menüeintrag Graph anzeigen. Und damit kann man einige Informationen zu diesem Körper in einem Graphen abspeichern. Was wir haben wollen, ist natürlich die Flugbahn. Die Flugbahn besteht aus zwei Koordinaten. Also wir müssen ja die Position dieser Kugel zu jeder Zeit kennen und für die Position braucht man ja zwei Zahlen. Also auf der X-Achse wollen wir die Position in X-Richtung anzeigen und auf der Y-Achse die Position in Y-Richtung. Dann starte ich gleich die Simulation und die Positionen werden hier in den Graphen übertragen. Ich werde die Simulation stoppen, bevor die Flugbahn geschlossen wird. Das hat folgenden Grund, sonst liegen die Punkte übereinander und wir werden in GeoGebra Probleme haben, die Punkte auseinanderzuhalten. Deshalb, kurz bevor wir die Flugbahn schließen, klicke ich auf Stopp. So, wir starten die Simulation. Der Graph wird gezeichnet und ich stoppe mal hier. So, da das Fenster ein bisschen durchsichtig ist, können wir versuchen, das irgendwie übereinander zu legen und man sieht, irgendwie passen die Kurven nicht zueinander. Der Grund ist, dass die Achsenskalierung sich an dem Maß von diesem Fenster hier orientiert. Wenn ich das ein bisschen auseinanderziehe, wird auch die Skalierung der Achsen verändert. Ist vielleicht so ein bisschen verwirrend. Und wenn man jetzt mit der Maus hier drüber geht, kann man auch man sieht, dieser Kreis hier springt so von einem Punkt zu dem anderen und das sind die jeweiligen Positionen von unserer Erde. Und man kann auch hier die jeweiligen Werte ablesen, also X und Y. An dieser Stelle geht es eigentlich weniger um den Graphen. Wir wollen an und für sich nur diese Werte haben und die kann man sich exportieren lassen. Und zwar, wenn wir hier draufklicken, Graph als CSV-Datei speichern. CSV steht für Comma Separated Values, zu Deutsch mit Komma getrennte Werte. Und dann werden alle diese Koordinaten in eine Textdatei geschrieben und die X- und Y-Werte werden einfach mit einem Komma getrennt. Deshalb dieses Komma separated. So, ich klicke mal drauf. Und dann kann ich mir die Datei anzeigen lassen. So, die Datei heißt Kepler-Newton-Analyse Plot 000 CSV, Kepler-Newton-Analyse, weil ich die Datei so genannt habe. Mein Computer schlägt vor, das Ganze mit Excel zu öffnen. Dazu wurde ich zumindest in der deutschen Excel-Übersetzung
eher abraten, weil wir da das Problem mit den Punkten und Kommata haben. Das ist so ein bisschen seltsam, finde ich das, sage ich mal so. Wir öffnen diese Datei mit einem Texteditor. Mit Rechtsklick öffnen mit Editor. Und jetzt sehen wir, welche Struktur diese Datei hat. Die in der ersten Zeile wird geschrieben, um welche Werte handelt es sich überhaupt. Position X und Position Y. Dann kommt eine Zahl, die 2, das ist die X-Koordinate des ersten Punktes. Dann kommt ein Komma und dann die Y-Koordinate des ersten Punktes. In die zweite Zeile ko kommen die Koordinaten des zweiten, dann des dritten und so weiter. Und was wir jetzt machen, wir markieren einfach all diese Werte. Und jetzt entweder STRG C bzw. Rechtsklick und kopieren das Ganze. Die Daten sind also gespeichert und jetzt müssen wir sie irgendwie in GeoGebra hier einfügen. Und das machen wir so. Wir klicken hier auf Ansicht und auf die Tabelle. Dann entsteht hier so ein Unterfenster mit einer Tabellenkalkulation und jetzt klicken wir auf ein Feld, am besten auf das erste hier, rechte Maustaste einfügen und dann werden die Kommata auch richtig interpretiert, dass ein Komma auch eine neue Spalte bedeutet und so bekommen wir all unsere Punkte. Jetzt klicke ich auf die Spalte A und ziehe dann bis zur Spalte B, um alle zu markieren. Und wieder rechte Maustaste. Und jetzt möchte ich aus diesen Daten Punkte erzeugen und klicke hier auf Liste von Punkten. Die Tabelle selbst brauchen wir nicht mehr, deshalb schließe ich sie. Okay, hier kann man sich bewegen, also ich benutze hier die mittlere Maustaste und dann kann ich das Zeichenblatt hier ziehen und mit der Maustaste kann man auch mit dem Rad kann man hier reinzoomen. Das hier sieht so ein bisschen abenteuerlich aus. Der Grund ist, die Punkte sind beschriftet, deshalb sieht es so ein bisschen verrückt aus. Die Beschriftung kann man aber ausblenden, wenn man hier in dem Algebra-Fenster auf einen Punkt klickt und dann mit STRG und A alle Punkte auswählt, kann man die mit der rechten Maustaste auf Beschriftung anzeigen klicken, dann wird die Beschriftung ausgeblendet. So, und unsere Punkte sehen jetzt weniger verwirrend aus. Also diese Punkte, das sind alle Punkte, die unsere Simulation gerade generiert hat. Ein wichtiger Punkt fehlt aber noch an dieser Stelle. Und zwar müssen wir noch herausfinden, wo liegt eigentlich unsere Sonne in dem Koordinatensystem. Ich schließe mal hier das Graphfenster und klicke auf die Sonne mit der rechten Maustaste und dann bei den Informationen da so unter Position die X-Koordinate ist 0 und die Y-Koordinate ist 2. Damit wir das besser zuordnen können, schreibe ich hier in die Eingabezeile einen Punkt namens Sonne mit den Koordinaten 0 und 2. Die Idee bei der Auswertung ist nun die folgende. Ich zeichne eine Ellipse mit einem Brennpunkt hier und versuche sie dann so zu verschieben, dass ich eine Kurve habe, die all diese Punkte trifft. Wenn es mir gelingt, bedeutet das, alle Punkte liegen auf einer Ellipse. Und die Sonne liegt in dem Brennpunkt. Ein ganz kleines Problem haben wir aber. Wir wissen nicht, wo der zweite Brennpunkt ist. Also man könnte erahnen, da hier ungefähr müsste die kleine Halbachse verlaufen, ungefähr hier die große Halbachse.
Dann könnte man so ein bisschen die Kästchen zählen. Also da wäre die kleine Halbachse, so drei große Kästchen weiter. Dann würden wir vielleicht hier den zweiten Brennpunkt erwarten. Ja, wir gucken uns das an. Ich nehme die beiden Punkte als den Brennpunkt und dann suche ich irgendeinen Punkt auf dem Ellipsenrand oder auf dem, also ich habe jetzt irgendeinen Punkt aus unseren Daten aus AlphaGo genommen und man sieht, wenn wir jetzt hier reinzoomen, sieht das doch ziemlich gut aus. Schaut man aber hier, das ist nicht so gut. Also wenn man sich die Flugbahnen anschaut und den Unterschied zwischen der kreisförmigen Bahn und der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, dann hatten wir eine ähnliche Abweichung. Also das würde eher nicht dafür sprechen, dass es eine Ellipse ist. Der Grund ist aber, die Ellipse, die liegt so ein bisschen schief in dieser Ebene. Und diesen Brennpunkt muss man so ein bisschen verschieben. Also der zweite Brennpunkt liegt etwas tiefer. Und auch hier haben wir ein kleines Problem. Und zwar, wenn ich diesen Punkt verschiebe, es ist schwierig, wirklich genau zu sein. Ich habe das schon ausprobiert und habe mir folgende Strategie überlegt. Ich habe zwei Schieberegler genommen. Also wie sollen wir sie nennen? Ich nenne das X-Verschiebung. Und dann habe ich die Werte von 0,0, von minus 0,03 bis 0,03 genommen und dann ein Tausendstel, nee, ein Zehntausendstel sogar als Schritt weiter genommen. So, dann kam noch der Schieberegler ein für die Y-Verschiebung. So, von minus 0,03 bis 0,03 und auch hier Zehntausendstel Schritte. So, dann habe ich diesen Punkt angeklickt. Und in den Eigenschaften habe ich dann zu dem X-Wert die X-Verschiebung hinzugefügt. Verschiebung. So, hoffentlich habe ich mich nirgendwo verschrieben. Und zu dem Y-Wert natürlich die Y-Verschiebung. Verschiebung. Enter. Okay. Und jetzt kann man die Position von diesem Punkt etwas feiner einstellen, wenn wir an dem Schieberegler drehen. Das ist dann etwas präziser. Man könnte natürlich da reinzoomen und den Punkt ein bisschen verschieben. Das Problem dabei ist, wenn ich hier reinzoome, sehe ich nur einen Teil der Ellipse und nicht die ganze Ellipse und sehe ich sehe dann, welche Auswirkung hat die Verschiebung hier auf diesen Teil der Ellipse, aber nicht, was da passiert. Also Schieberegler sind an dieser Stelle deutlich besser. Und dann habe ich mit diesen Werten ein wenig gespielt. Und jetzt sehen wir, wenn sich die Sonne dort befindet, das sind die Koordinaten aus der Simulation. Und wenn wir den zweiten Brennpunkt hier reinlegen und irgendeinen Punkt aus der Flugbahn nehmen, ist es möglich, eine Ellipse passend zu zeichnen. Und das ist sogar eine sehr gute Nachricht. Das bedeutet,
Das erste keplerische Gesetz wird von den Daten aus unserer Simulation erfüllt. Die Untersuchung der Gültigkeit des zweiten keplerischen Gesetzes finde ich sogar noch einfacher. Damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, blende ich jetzt hier diesen Brennpunkt aus und klicke hier auf Objekt anzeigen. Damit ist dieser Brennpunkt jetzt einmal unsichtbar. Uns hilft an dieser Stelle das, wie AlloGo diese Simulation erstellt. Und zwar, wenn wir nochmal zu AlloGo gehen und auf Einstellungen klicken, gibt es bei der Simulation die Frequenz der Simulation. Mit 60 Hz ist gemeint, 60 Mal pro Sekunde werden alle Positionen, alle Kräfte, alle Geschwindigkeiten genommen und aus diesen wird die Position, Geschwindigkeiten und so weiter für den nächsten Schritt der Simulation berechnet. Warum ist das jetzt gut? Naja, das bedeutet, dass wenn wir die Position von diesem Punkt haben, wird nach einer Zeit dieser Punkt berechnet, nach einer Zeit dieser Punkt berechnet, dieser und so weiter. Und die Berechnungen finden in festen Zeitabständen statt. Das heißt, die Bewegung von da nach da dauert genauso lange wie die Bewegung von da nach da. Und wenn wir jetzt gleiche Zeiten betrachten wollen, müssen wir einfach gleich viele Punkte abzählen. So, dann gucken wir uns die Fläche, die ein Fahrstrahl hier auf dieser Seite überstreicht. Wir starten in dem Brennpunkt, gehen zu dem hier zum Beispiel zu diesem ersten Punkt und dann zählen wir zum Beispiel 5 Punkte ab. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt gehen wir zurück zu der Sonne. So, nun haben wir eine Fläche, diese wurde von dem Fahrstrahl überstreicht. Und jetzt nehmen wir einen weiteren Punkt, zum Beispiel den hier, starten in der Sonne und zählen wieder ab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, das waren schon. So, das ist jetzt der fünfte Punkt. Und dann haben wir die weitere Fläche. Jetzt müssen wir in dem Algebra-Fenster die Fläche nur finden. Und auch hier klicke ich auf Objekte nach Objekttyp sortieren. Und irgendwo müssen unsere Fehlecke sein. So, das sind unsere Fehlecke. Das ist Fehleck 1 und Fehleck 2. Wir sehen, die Flächeninhalte sind gleich groß. Liegt aber daran, dass GeoGebra jetzt hier sehr großzügig rundet. Wenn wir jetzt in den Einstellungen das Runden auf zum Beispiel 10 Dezimal, doch 10 Dezimal stellen, verändern, sehen wir doch, an der vierten Nachkommastelle gibt es schon eine Abweichung, aber die ist wirklich verschwindend klein. Also im Rahmen der Simulationsgenauigkeit sind diese Flächen wirklich gleich groß. Das heißt also, das zweite Keplersche Gesetz stimmt mit den Ergebnissen unserer Simulation überein. Um die Gültigkeit des dritten Keplerschen Gesetzes zu untersuchen, brauchen wir nicht mal GeoGebra. Die Idee ist folgende: Wir nehmen jetzt den Graphen von dem zweiten Objekt, also von der Erde. Ich verschiebe das hier so ein bisschen, damit wir hier den Graphen und die Bewegung gleichzeitig verfolgen können. Bei dem dritten Keplerschen Gesetz sind zwei Sachen für uns wichtig: einmal die Umlaufdauer und einmal die große Halbachse. Die Flugbahn ist elliptisch und die große Halbachse liegt irgendwie hier. Und die Idee ist, okay, dann braucht man eigentlich nur die X-Koordinate von der Erde, um die große Halbachse zu berechnen. Und um die Umlaufdauer zu berechnen, brauchen wir natürlich die Zeit oder um die Umlaufdauer zu bestimmen. Deshalb kommt auf die X-Achse die Zeit.
Und auf die y-Achse kommt die Position in die x-Richtung. Nun starten wir die Simulation. Und jetzt können wir die Punkte in den Graphen der Situation hier zuordnen. Wir haben hier gestartet, waren also in dem Punkt mit den Koordinaten 0, 2, Quatsch, mit den Koordinaten 2, 2, 2, glaube ich. Das heißt, zur Zeit 0 waren wir 2 Meter von dem Ursprung entfernt in die x-Richtung. Dann haben wir uns nach da bewegt, das bedeutet, die x-Koordinate hat abgenommen. Das ist jetzt hier dieser Verlauf. Dann haben wir uns zu einem Punkt bewegt, der am weitesten links ist. Und das ist das hier, sogar im negativen Bereich, weil irgendwie, glaube ich, hier die Y-Achse wäre, also da der Nullpunkt. So, von da aus in dem unteren Bereich nehmen die X-Werte wieder zu. Das ist also das hier. Und irgendwann haben wir hier diesen Abhell erreicht. Das wäre also der Punkt hier. So, und wenn ich das hinbekomme, den Punkt da anzuvisieren. So, wir haben jetzt den Umkehrpunkt nach 3,65 Sekunden erreicht. Also die Umlaufdauer in dieser Simulation beträgt 3,56 Sekunden. Jetzt geht es darum, die große Halbachse zu bestimmen. Das ist auch relativ easy. Wir nehmen diesen Punkt und diesen Punkt und gucken uns die x-Koordinaten an. Das ist einmal 2 Meter und am weitesten links sind wir bei minus 0,783. Das bedeutet, die Entfernung ist dann 2,783 Meter. Bei dem dritten keplerischen Gesetz werden die Umlaufdauer und die große Halbachse von Zweierplaneten verglichen. Deshalb müssen wir noch Daten für einen zweiten Planeten generieren. Und auch hier machen wir uns das Leben möglichst leicht. Ich mache das Ganze rückgängig, lösche mal den Graphen, klicke mal auf die Erde und verändere nur die Geschwindigkeit und dann bekommen wir eine andere Flugbahn und dann kann man sagen, das ist ein neuer Planet. Ich nehme als Startgeschwindigkeit nämlich 2,1 Meter pro Sekunde in die Y-Richtung. So, diese Einstellung kann so bleiben. Wir starten die Simulation. So, auch hier haben wir bei einer Auslenkung von 2 Metern angefangen. Dann nehmen die x-Werte ab. Das wird jetzt dieser Bereich. Irgendwann sind wir dort gelandet. Das ist jetzt der Bereich, wo die x-Werte am kleinsten sind. Und dann geht es wieder zurück, bis wir wieder bei der Auslenkung von 2 Metern sind. Und das ist nach irgendwo zwischen 7,83 und 7,40 Sekunden, sagen wir nach 7,39 Sekunden. Und jetzt die kleine Halbachse. Das ist die Entfernung von da nach. So, gehorche. Okay, die Entfernung von da nach da. Das sind die 2 Meter und hier, was haben wir denn hier?
minus 2,457 Meter. Also insgesamt 4,457. Nun fassen wir das zusammen. In der ersten Simulation hatten wir eine Umlaufbahn mit der großen Achse von 2,783 Metern. Ich glaube, ich habe gerade die große Halbachse genannt. Das ist natürlich nicht richtig. Wir brauchen die Hälfte von diesem Wert. Die Umlaufdauer bei dieser Bahn lag bei 3,65 Sekunden und die große Halbachse ist dieser Wert multipliziert mit 0,5. Damit ist das die Hälfte davon. Und bei der zweiten Simulation hatten wir folgende Bahn mit der großen Achse von 4,457 Metern. Die Umlaufdauer liegt bei 7,39 Sekunden. Und die große Halbachse ist natürlich die Hälfte von diesem Wert, deshalb hier mal 0,5. Warum ich hier mit 0,5 multipliziere, das sehen wir gleich. So, jetzt nehmen wir die erste Seite des dritten keplerischen Gesetzes, gucken uns die Quadrate der Umlaufzeiten. Wenn man T1 durch T2 zum Quadrat durcheinander teilt, kommen wir auf einen Wert von 0,24395. Und die rechte Seite des dritten keplerischen Gesetzes, die dritten Potenzen der großen Halbachsen. Und jetzt sehen wir, weshalb ich hier 0,5 genommen habe. Der Grund ist, weil ich an dieser Stelle die 0,5 einfach wegkürzen kann. Das ist auch der Grund, weshalb ich auch hier ständig durcheinander komme bei den großen Achsen und großen Halbachsen. Wenn man sich sozusagen, also wenn man beides, die große Achse oder große Halbachse nimmt, spielt das in der Rechnung gar keine Rolle. Und jetzt kommen wir noch zu dem Ergebnis. Dieser liegt bei ungefähr 0,24345. Und also für mich sind sie im gewissen Rahmen sogar gleich, aber vorsichtshalber schreibe ich mal, dass hier das dritte keplerische Gesetz nur ungefähr gilt. Das hat aber etwas mit der Simulation zu tun und nicht mit dem Gravitationsgesetz. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich kein Beweis dafür, dass die keplerischen Gesetze dass die keplerischen Gesetze sich aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz herleiten lassen. Mir war es aber an dieser Stelle wichtig, zu zeigen, wie man mit solchen Problemen umgehen kann und zumindest exemplarisch zeigen, dass das Newtonsche Gravitationsgesetz die gleichen Ergebnisse liefert, wie die keplerischen Gesetze. Wir werden sogar sehen, dass das Gravitationsgesetz mächtiger ist als die keplerischen Gesetze. Wir werden nämlich mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz Dinge erklären können, die sich mit den keplerischen Gesetzen nicht so gut erklären lassen. Oder noch besser gesagt, beschreiben lassen, die keplerischen Gesetze, die erklären die Bewegung ja nicht, die beschreiben sie ja nur.